Im heutigen Video wollen wir noch einmal zurück auf das Spiel der SG Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Essen am gestrigen Sonntag schauen. Der ausverkaufte Gästeblock kleidete sich bereits vor dem Spiel in rote und weiße Ponchos ein, was ein durchaus geschlossenes Bild ergab. Zudem wurden vor und während der Partie immer mal aufgeblasene Bananen seitens der Essener gegenüber den Dynamos präsentiert. Im früheren Osten der DDR gab es damals so gut wie keine Bananen, weil die DDR keine befreundeten Länder hatte, welche Bananen lieferten. Dies sollte also die erste kleine Stichelei des Tages sein. Zum Intro hatte der K-Block dann eine sehenswerte Choreografie vorbereitet. Willst du nach Dresden rein, musst du Fan von Dynamo sein, lautete der Spruch, welcher die optische Aktion einleiten sollte. Im Block wurden viele Wahrzeichen der Stadt Dresden, wie etwa die Frauenkirche, in Form einer ausgeschnittenen Blockfahne präsentiert. Dahinter vervollständigten noch einzelne gelbe und schwarze Papptafeln das Bild. Auf Essener Seite wurde noch ein RB-Element passend zu den in Rot und Weiß gekleideten Anhängern emporgehoben. Dabei scheiterte es jedoch etwas an der Umsetzung, weshalb die Buchstaben teilweise nur schwer zu erkennen waren. Zudem zeigte der Gästeanhang während des Spiels noch ein Transparent mit der Aufschrift »Kein Fußball den Sexisten«. Auf der Heimseite gab es dagegen ein kritisches Spruchband in Richtung des Vereinssponsors Umbro zu sehen. Zudem sprach man sich erneut gegen die Idee des neuen Investors für die deutsche Fußballliga aus. In Halbzeit 2 erschien dann ein großes Spruchband mit der Aufschrift »Den Wessi-Ultras aufs Maul im K-Block«. Besonders daran war, dass der Spruch lediglich aus gezogenen Schals sämtlicher deutscher Fußballvereine zusammengefügt war. Nur wenig später wurde dann nochmal ein reines Wessi-Ultras gezeigt. Hier bestand der Spruch dann lediglich aus Schals aus Essen sowie deren Freunde aus Dortmund. Zum Abschluss gab es dann nochmal einen Gruß in den Knast und ein frohes Osterfest seitens der Ultras Dynamo. Die dicksten Eier haben immer noch die Leute im Bau, frohe Ostern allen Dynamo-Fans, sollte der Spruch lauten. Auf dem Platz konnte sich die SGD nach 90 Minuten mit 2:1 durchsetzen und ist damit weiter im Aufstiegsrennen mit dabei. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.